und herzlich willkommen zu Cat Mario. Ich habe keinen Plan, was das ist, aber ich spiele es einfach mal. Ich bin durch YouTube drauf gestoßen. Okay. Oh Gott, oben ist Springen. Ey! Ey! What the fuck? Okay. Ey! Oh Gott, spielt das scheiße. Das spielt sich scheiße mit der Tastatur. Alter. Yeah, das ist nicht gut. Das ist so ein Dude wie der hier drüben. Oh, Spooky Ghost. Ist das lustig. Okay. Ein Kaiserblock, sehr schön. Spooky Ghost. Okay. Alles klar, ich hätte mir denken können. Okay, ja, ja, ich hab's gemerkt. Läuft doch gut, oder nicht? Ach, die Hitbox. Ah, das ist... Du hast links und rechts auf den Pfeilen und oben davon ist Springen. Das ist ja echt ziemlich beschissen. Auf die Idee gekommen ist, so zu belegen. Kaiserblock, ich weiß, dass du da bist. Aha! Ha, 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 ha. Wow, 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 wow. Ist das scheiße? Leben minus 1, alles klar. Wisst ihr, woran mich das erinnert? An Action 52, da war jedes Spiel war buggy as hell. Und so kommt mir das auch gerade vor. Lass mich raten, wenn ich jetzt das Ding hier öffne. Ich mach hier bestimmt. Shit. Nicht funktioniert. Naja, wir gucken mal. Yay! Der Mushroom, der fucking Alarm ist. Der nichts bringt, offensichtlich. Uff. Oh, leck mich. Die Steuerung. Und du schwebst auch so extrem in der Luft, wie man ja sehen kann. Ja. Ganz komisch so. Als wärst du auf dem Mond. Oh, okay, er lebt noch. Ah, Kaiserblock, scheiße! Nein, ich hab's vergessen. Menno. No, nochmal. Wir wissen ja, dass wir jetzt hier speedrunnen können an der Stelle. Wir wissen, dass wir hier über Kaiserblock springen können. Da drunter durchchargen können. Und dann an dem Typ da sterben. Alles klar. Gut. Ja, schön ist, wir haben ja offensichtlich unendlich Leben. So, und nochmal. Zweite Runde. Bam. Über den Kaiserblock, unter dem Shit durch, rüber weg, bremsen. Mittelpunkt, hoffentlich. Ich wünschte, ich hätte jetzt eine Facecam. Wow, das war lucky. Da war der Fußboden weg. Nein, nein, bitte, nein, nein, ihr Arschlöcher. Dann passt man hier nicht mal durch, richtig. Oh. Ist das nicht mal typisch Mario Maker Gefühl hier, ganz ehrlich. Also nochmal, wir bleiben oben, nicht so weit oben. Ehrlich, du. Okay, nicht diese komische. Okay, ich sag lieber nichts, ey, ganz ehrlich. Ich glaube, dass... Scheiße, ich bin wieder hier unten. Oh. Ich glaube, der Aufnahmerahmen ist nicht ganz im Bild, ne? Aber ist mir jetzt egal. Fällt halt unten so ein kleiner Streifen. Alter, das regt mich jetzt schon auf das Spiel. Und das ist Level 1 von irgendwie 8 oder sowas. Okay, das war zu knapp. Den ich mir denken können. Ein bisschen kaputt machen würde es jetzt auf YouTube die Musik. Denke ich. Kann er dazu singen? Also du kannst diesen nicht berühren da oben, okay. Okay. Ich habe noch nie so lange für ein erstes Level gebraucht. Für ein Mario-ähnliches Spiel, ehrlich. Also don't touch this guy. Die Typen hier triggern, runter. Ah, zu langsam.
Yay, nochmal. Yippie. Wow, wow, wow. Das war knapp. Wir sehen gar nicht wissen, was unten passiert, wenn man da langläuft. Wow, what the fuck? Dodged auf jeden Fall. Wow, Laserstrahl, what the fuck? What the fuck? Was zum Teufel geht hier ab? Ich check's nicht. I don't get it. Don't touch the sky. Back in den Stein rein irgendwie. So nicht. Der da drüber ist es, ne? Ah, ist das scheiße. Ah, zu hoch. Nee. Oh. Keine Ahnung. Okay, wir versuchen die normale Dodge-Methode. Gibt's doch nicht. Das Spiel macht mich wahnsinnig. Nein. Oh. Jetzt wünsche ich mir, ich hätte meinen Mario Maker wieder. Das war auch immer lustig. Wenn die Level nicht unbedingt scheiße hier macht, sondern wirklich so diese lustige Art. Meine Güte, das ist jetzt auch alles ein bisschen. Ja, wie soll ich sagen? Strange. So schnell kann es ja nicht wieder gehen, wollte ich eigentlich sagen. Ach, komm schon, ich will diese letzte Level nochmal machen. Fuck, fuck. Oh, what the fuck? Das gibt's doch nicht. Ach, Mann. Ah, jetzt aber. Ich hoffe, die bleiben unten dann stecken da. Boah, bleiben sie nicht. Also, schnell durch. Ja, was sollst du denn da machen? Wenn Sacklutsch sich da selbst von selbst bewegt. Ich habe eine Idee, aber ob das funktioniert, weiß ich nicht. Also ich kann nichts machen, wenn man da drin ist. Vielleicht muss man die Flagge überspringen. Dass man instant durchkommt, ich weiß es nicht. Und dann kann man das Ding triggern, dann kann sie die Flagge berühren. Aber langsam werden wir auch immer besser, alles klar, wenn man nicht. Genau in dem Moment, wo ich gesagt habe, wir werden besser. Schöner knapp. Wie gesagt, ich will ja nicht wissen, was passiert, wenn man unten lang geht. Ist da bestimmt der Boden kaputt oder. Okay. Minus 21. Hässlicher Strahl, aber ich habe eine Idee. Ich trigger den Strahl und dann springe ich rüber. Weil du musst ja, um rüber zu kommen, über die Flagge, musst du ja bis zum Rand laufen können. Hä? 10 Minuten verwastet im ersten Level. Yeah, professionell. Aber der frustriert es bloß noch. Did.
kannst das nur triggern, wenn du da oben bist. Dann trifft dich der Ding aber auch. Ach, scheiße. Oh. Diese Heslon-Wolke da. Menno. Komischerweise wird man sie sogar in diese Krebssteuerung. Uiuiui. Shit. Ach. Ich hab sie triggert, aber ich bin runtergefallen. Der geht besser. Mich dieser verdammte Ehrgeiz. Ich würde den PTD müssen normalerweise schon längst weggemacht, aber. Uiuiui, das war wieder knapp. Also pass auf, folgendermaßen, du musst die Flagge ins Ding holen. So, ich mir nämlich gedacht. Haha. I got you. Level 2. Ich weiß, dass hier irgendwas Böses kommen wird. So nicht, mein Freund. Ausgespuckt. Ist das schön. No, Spooky Ghost. Spooky Ghost. Okay. Von oben in die Röhre, aber warte, bis Spooky Ghost draußen. Nein, 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 nein. Coin, nein, 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 Death Mushrooms. Erinner bloß. Oh. Shit. Okay, vorsichtig hier hoch. Ist ja, ach sie, da musst du ja springen. Da musst du ja springen, wenn du da, unten am Rand an der Ranne jagen bist. Das ist ja richtig assi. Okay. Wir nehmen uns den Coinblock. Es wird langsam wie ein Rätselchen, Mann. Das musst du kicken, welche Reihenfolge du was aktivierst. Coinblock. Ha! Da Lutscher. Ich wollte gerade sagen, mal gucken, was hier passiert. Jupp. Ein Stück nach vorne. Coinblock, nicht Coinblock. Krepelfisch, Coinblock. Also, beim ersten ist der Fisch und dann kommt der Coinblock. Genau andersrum, als ich gedachte. Oh, no, mein Freund. Dr. No, mein Freund. So. Coinblock, ich weiß, dass du da bist. Steuerung. Wir haben ja keine Zeit, die wir verbrauchen hier. Oh! Ist das schön. Ich werde diese blöde Seite. Oh. Ich werde diese Seite anhängen ans Video. Das ist ein schönes Scheißspiel. Oh Mann, ja. Ach, da können wir jetzt hier vorne. Theoretisch schaffst du das darüber, durch den Block durchzuspringen, ohne dass du das den triggerst. Kaiser Mario eben. Also, das haben wir. Das haben wir. Was ist das denn? Oh, nicht so gut. Das war's gut. Der Scary Dude! So, und was? Da kommt noch einer raus! Meine Chance ist es, zwischen diesen Scary Dudes durchzuspringen. Okay, oder auch nicht. Lol? Kein Kommentar. Mittelflagge. Sehr gut, sehr gut. Die Blöcke sehen da böse aus da oben. Yep.
Gott! Okay. Das ist challenging, aber da kriegen wir hin. Das ist ja hier, dann trifft uns der Balken, alles klar. Oder wir spielen nicht mit Dance Dance Revolution, das geht auch. Ah, da kommt der Riesenbalken. Ah, genau, genau, gute Idee, pass auf, pass auf, pass auf. Wir triggern das ganze Ding komplett. Verschwinden wieder rüber auf die andere Seite. Ha, 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 you can't get us. Nein, 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 nein! Ah, tot oder tot. Also, das ist jetzt easy. Das war auch easy knapp. Wenn du die Traps natürlich erstmal kennst, ja. Sieht hier. Hier. Kommt ein Mushroom raus, der nichts bringt. Warte mal, ich kann bestimmt. Wow, what the fuck? Scheiße! Ist das scheiße! Alter, was ist hier hinten? Ich hab 'ne Idee. Okay, nee, du fällst wie ein Stein, das funktioniert nicht. Ich dachte, dass wenn du fällst, dass du dann springen kannst ein bisschen, aber nee, du fällst wie ein Stein. Ey. Also, don't touch anything. Mich doch. Oh Gott, ich glaube, ich hab das hier vorne schlimmer gemacht, kann das sein? Ich hab jetzt nicht drauf geachtet. So, Konzentration. Ja, zu langsam. Also das ist so was, was ich nicht mag an so in solchen Spielen. Rumtrollen ja, aber nicht so einen Quatsch da im Weg stellen, wo du dann ewig probieren musst. So was mag ich gar nicht in so Leveln. Das muss ich ehrlich hier stehen. Reg mich mal tiefisch drüber auf. Ich war zwar selber am Mario Level baut die Wand so, aber naja. Na, ist hoch da. Zu früh. Shit. Toll. Ja, so ist es. Nein, so scheiße. So ist es, ja. Und tschüss. Ich hab die ganze Zeit gewartet dafür, dass ich da jetzt sterbe. Gut, wir machen jetzt noch ein, zwei Versuche und dann reicht das erstmal, denke ich. Unsere Zeit ist auch so ziemlich rum. Aber ist schon recht witzig, den ersten Mal spielen zumindest. Da muss ich ja warten, da kann ich auch irgendwas machen. Nein. Nicht wirklich. Ich tapp halt jetzt nur an der Umsetzung von diesem blöden Viech da, ne? Weil das so scheiße eng gemacht ist. Das ist alles, woran das nur noch hapert hier vorne. Und an dem komischen, hat sich fast erledigt. Gut, ich würde sagen, das war's dann erstmal, ja. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich meine, ich habe über 50 Leben hier gelassen. Und wenn ihr neu seid, könnt ihr mich gerne abonnieren, weil so ein Quatsch kommt jetzt auch häufiger nämlich an. Und dann würde ich sagen, lasst einen Kommentar da, was haltet ihr von diesem Spiel, ne, wenn man das so nennen mag. Ich hänge es ja hier an die Beschreibung. Und dann sehen wir uns im Prinzip in der nächsten Folge von Was ist das? Oder was das hier jetzt ist. Bis dahin, auf Wiedersehen.